Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch im MOP Remix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein sehr besonderes Toy, auf das ich viele Jahre schon gewartet habe. Und zwar haben wir hier einmal die Mini-Mana-Bombe. Und diese gibt es jetzt im MOP Remix wieder sich zu erspielen bzw. zu erkaufen. Und vielleicht erstmal so ein kleiner Exkurs, was das für ein Item ist. Diese Mana-Bombe hat man damals im, Pre-Event zu MOP kriegen können mit einem Hordenschar. Und zwar, wenn man dieses Szenario gespielt hat, wo im Endeffekt Terramort zerstört wird. Wir können mal kurz gucken, ob ich es finde, wie es heißt. Das müsste ein Normal-Szenario sein. Genau, Terramorts Sturz heißt es. Wenn man das damals gespielt hat, gab es dann diese Belohnung, also diese Mana-Bombe. Mit einem Allianz-Char gab es einen Wappenrock, mit einem Horden-Char gab es die Mana-Bombe. Ich habe damals leider nur Ali gespielt, habe den Wappenrock auf meinem Main zwar noch, aber die Mana-Bombe konnte ich nie kriegen, weil nachdem das Ganze rum war mit dem Pre-Event, hat man es nicht mehr bekommen. Jetzt ist es so, dass auf der Beta zum MOP-Remix das Ganze mal hier bei dem Händler war, und zwar für 50.000 von den Bronzen. Und ja, Blizzard hat das dann wieder rausgenommen, als das MOP-Remix released wurde. Da war ich schon sehr angepisst, muss ich sagen, weil ich habe mich schon richtig drauf gefreut. Dann war es zwischenzeitlich so, dass man es jetzt, wenn man einen Char hatte, der genau auf Stufe 35 war und diese Sturz von Terramor abgeschlossen hat, das steht auch hier im All the Things Text mit dran, also exactly Level 35 halt hier, ne? Und dann hat man das auch gekriegt mit dem Hordenschar. Und jetzt hat Blizzard das wieder zu dem Händler dazu gepackt. Und zwar auch nur für 500 Gold. 500 Gold sage ich, 500 Bronze. Also ein riesen Hin und Her bei Blizzard. Jeden Tag ein Hotfix in dem Spiel. Aber zumindest müsst ihr jetzt nicht einen Char genau auf 35 spielen, sondern ihr könnt einfach zu dem Händler hingehen, das Teil kaufen. Und wie ihr seht, der Wappenrock ist auch dran. Es steht bei dem Wappenrock nur Allianz dran. Und ich schätze mal, bei der Mini-Mana-Bombe wird nur Horde dran stehen. Ne? Also wahrscheinlich braucht er halt einen Hordenschar. Und hier braucht er dann den Allianz-Char für den Wappenrock. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding und schauen uns mal an, was das genau macht. Und zwar haben wir es da unten, die Mini-Mana-Bombe. Und die macht folgendes. Diese Mana-Bombe werfen, okay. Werfen wir die Mana-Bombe. Okay, dann geht sie hoch, macht so eine Explosion. Schaut so ein bisschen aus wie eine Arcana-Explosion. Und dann war es das tatsächlich. Also der Effekt ist jetzt eher so mittel, hat 3 Minuten Abklingzeit, aber mir bedeutet es relativ viel, weil ich da schon wirklich Jahre dran bin. Oder halt, seit Jahren will ich die haben, habe auch immer gehofft, sie kommt vielleicht als Drop oder so. Aber jetzt haben wir das Ding eingetütet und ja, wieder ein Toy mehr hier aus dem MOP-Remix mitgenommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen und dann sehen wir uns gerne wieder im nächsten Video. Euer Tela, bis dahin, ciao.